Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Little Big Workshop und den Weihnachts-Update. So, wir wollen in dieser Folge ein bisschen die Klebestation verbessern. Ja, also wirklich um einiges verbessern. Ich werde mal noch ein paar Katapulte verkaufen, sodass wir ein kleines bisschen Geld haben, ja. Ja, wir sind nämlich gerade schon wieder ins Minus hier rutscht. Ist aber nicht so schlimm. Kann ich das hier oder darf ich das hier eigentlich bewegen? Ja, ja. Fupp, also zwei würde ich schon gerne wieder haben. Zu wenig Credits. Ja gut, müssen wir ja noch verkaufen. So. Zack. Jetzt bin ich gespannt, jetzt müssen sie erstmal wahrscheinlich das ganze Material da rausholen, oder? Diese Station könnte jetzt eigentlich gerade ein bisschen im Wege stehen. Ich glaube, die müssen wir auch mal zur Seite schuppen. So ein kleines bisschen. Hallo? Bitte dahin, danke. So, und jetzt können wir anfangen, denn quasi die Klebestation umzustellen. Ich würde nämlich schon gerne ein bisschen mehr Platz lassen. Wir müssen jetzt nicht mehr so mega krass eng bauen, oder? So. Wann ist denn das hier um? Wann ist denn das hier verkauft? Ich würde nämlich gerne das Regal schon bestellen. Danke! Ich hatte gerade einen Schluck auf, Entschuldigung. So. Zack, warum leuchtet das gerade rot? Weil es noch nicht bestellt ist. Nee. Ich darf es nicht bestellen, weil da jetzt aktuell... Weil da gerade was drauf lag. Fupp. Na toll. Wir müssen die das extra um. Das ist ja jetzt der Arschluss. geh das mal ein bisschen schneller. Nimm mal hier anderes Holz bitte weg. Danke. Würde mich gerne bestellen. Hallo. Hallo? Jetzt. Flupp. Perfekt. So, jetzt kann ich das hier auch verlängern, ja? So, gut. Jetzt bräuchte man natürlich noch Geld für Klebestationen. Ich würde hier auf jeden Fall noch ein... Ich glaube, ich würde 6 Stück oder sowas haben wollen. Klebestationstechnisch. Ja. So machen wir das. Jetzt bin ich dann überlegen, das wird noch umgeräumt, das wird noch gemacht. Pass auf, ich lasse... Nee, pass auf, ich schmeiß nochmal ganz kurz die Eigenwerbung rein. Wenn euch das Projekt oder das Video gefällt, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und nichts mehr verpassen wollt. Und bewertet gerne dieses Video auch in den Kommentarbereich. Und Werbung Ende. So, jetzt spule ich ein kleines bisschen vor, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, wieder zurück. Mir kam gerade ein richtig böser Gedanke. Wir versuchen ja gerade aktuell in Katapulte, so wie man ihn gerade auch, wie ihr gerade auch ein bisschen so gesehen habt, immer da so einen kleinen Geldpuffer reinzupacken. Wie wäre es, wenn wir eine Station machen oder Arbeitsplätze errichten, weil wir haben ja hier hinten relativ viel Platz, ja?
Wie wär's, wenn wir quasi einen Maschinenpark aufbauen, der nur für Katapulte da ist? Also quasi von den Granholzschnitt, das Kleben, das Montieren, ich weiß gar nicht, was wir noch alles dabei haben. gerader Schnitt, Montieren, runder Schnitt, einmal noch drehen, einmal noch biegen. Hier nur, glaube ich, noch ein bisschen Fräsen oder was das ist. Ich weiß gar nicht, wie der Arbeitsplatz aktuell heißt. Wie wäre es, wenn wir das machen würden und diesen Prozess hier, ja, den wir hier aktuell haben, komplett perfektionieren? Weißt du? Dann brauchen die nicht mehr da hinlaufen, dann brauchen die nicht mehr da runterlaufen. Das wäre doch eigentlich der Masterplan. Das wäre doch der absolute Masterplan, oder? Ich glaube, das ist... Nee, ich verkaufe noch nicht. Noch haben wir Plus. Ja, dafür bräuchte man nur einen Haufen Geld, ja. Aber wirklich einen ganzen Haufen Geld. Ich glaube, das würde ich auch noch in Angriff nehmen. Jetzt vielleicht nicht sofort. Was ist denn das hier? Das kostet 6 Punkte. Nee, ich will erstmal hier die Maschinen haben, ja. Ich will erstmal hier die beiden Punkte haben. Diese 8 Punkte brauche ich jetzt quasi. Damit ich alle Maschinen habe, dann weiß ich auch, wie ich am besten planen soll. Ich glaube, das ist jetzt unser Ziel und dann versuchen wir das, was ich gerade gesagt habe, ja. Also quasi, wir fangen an mit gerader Schnitt, Kleben, runder Schnitt, einmal biegen, Montagetische, fertiges Produkt sofort raus. So, dass dann quasi die einzelnen Arbeitsschritte quasi wie so eine Kette abgearbeitet werden. Das ist jetzt mein persönlicher, ultimativer Plan. Gut, man könnte auch was anderes nehmen, außer Katapulte, aber Katapulte bringen eigentlich echt gutes Geld, gehen auch relativ fix. Ja, das könnte man rein theoretisch mit jedem einzelnen Produkt machen. Und ich probiere das jetzt einfach echt mal. So, was ich aber auch noch gerne probieren würde, Klebestation. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Die kostet 3100. Also hier würde ich auf jeden Fall noch einen hinbauen. Ja. Und dann müsste ich nochmal ganz kurz gucken. Hier könnte man auch nochmal eine hinbauen, so. Und quasi dann genau das... Pupp, ja? So. Das würde uns 9000 an der Zahl kosten. Ja, komm, wir liefern mal, damit wir das Geld dafür haben. Und dann könnten wir uns die 3 Klebetische noch kaufen. Das ist jetzt der ultimative Plan. So, den können wir nämlich auch rein theoretisch auch sagen. Wir haben Import und Export im Ladebereich auch für die Katapulte. Weil ich wollte ja hier sowieso einen Ladebereich bauen. Weißt du? So. Achso, ich muss ja noch die Schalttafel. Ach du Gott, welche ist denn das? Welche Schalttafel bist du denn von der Klebestation? Du bist das. Warte mal, das können wir ja probieren, dass wir das hier doch irgendwo... Guck mal, die könnte man hier zum Beispiel hinsetzen. So. So. Und so. Gut, das wäre auch ready. Sind schon wieder gleich im Minusbereich. Wir bräuchten mal wieder so einen richtig dicken Fisch, ja, mit Geld, glaube ich. Ja, ich weiß. Minus. Wir machen auch aktuell Minus. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Gut, haben wir zu viele Mitarbeiter irgendwie oder woran liegt das gerade? Was ich auch ganz cool finde, ist, man sieht jetzt quasi auch das Leveln der Mitarbeiter. Ja, die haben jetzt schon einen halben Stern fertig. Die sind schon kurz vor den dritten Stern. Das finde ich echt cool. So, wie viel haben wir überhaupt noch? Wir haben noch 10 Stück aktuell. Wie lange müssen wir noch warten? Noch 2 Tage. Ich weiß nicht, ob wir noch so lange warten wollen. Ich glaube, ich würde nochmal 2 hier verkaufen, nicht, dass mal zu krass im Minus kommen und das wieder so extrem knapp wird, ja. Wird dir schon was gemacht? Ja. Perfekto.
So, jetzt können wir ja dann auch schon langsam überlegen, wie wir das mit dem Deko machen. Warte mal, die würde ich gerne mal wegnehmen und... Obwohl, warte mal, da haben wir ja noch eine davon. Zack. Zack. Hier haben wir noch einen Spielautomaten. Den könnte man hier hinstellen. Ne? Achso, weil ich mich jetzt gedreht habe, ja. Okay, okay, okay. So, zack. Dann wäre hier die Deko auch durch. Und wir hätten wieder ein bisschen mehr Platz, ja. Super. So, so, Projekt Skyknife ist gleich wieder durch. Sieht schon echt cool aus. So, das ist die Frage, wollen wir das wirklich mit den Katapulten so machen? Neuer Auftrag ist drin, wir könnten ja auch mal wieder einen neuen Auftrag annehmen. Ich lasse mal ganz kurz ein bisschen langsamer laufen. Wie sieht denn die Kundenbeziehung aus? Das haben wir fertig, wir bräuchten eigentlich nur noch Mozzarella und Inkolk. Ich gucke mal, ob wir da noch was haben. Wir könnten hier noch das Fastbot machen. Achso, uns fehlt gerade das Geld, ja. Und mit Zurella hätten wir hier schon wieder Skyknife. Der eine könnte ruhig mal fertig werden hier. Oder jeweils die zwei. Werdet bitte fertig. Bräuchte langsam mal das Geld. Ach, guck mal, wie viele jetzt hier auch kleben, ja. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Dreie haben Langeweile. Ist immer wieder welche Langeweile. Ich bräuchte jetzt unbedingt mal einen neuen Auftrag, aber... Langsam fertig werden. Skyknife. Wir liefern nochmal ein. Ich komme sonst zu krass ins Minus und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Du bist fast K.O. und trägst das Ding da noch. So, jetzt müsste da noch irgendwer ran. Den kann ich hier auch liefern. Perfekt. So, wenn Skyknife abgeholt ist, dann können wir wieder neue Aufträge annehmen. Aber ich muss irgendwie... Ich muss echt jetzt besser mit dem Geld kommen. Das gefällt mir nicht, dass wir zu oft jetzt im Minus geraten. Wir müssen jetzt hier noch die Zeit abwarten, dann können wir auch die Katapulte verkaufen. Ja, dann haben wir den aktuellen Höchstpreis erstmal erreicht. Der Fahrer sieht ja auch gut aus mit dem Helm. So, wie viele fehlen noch? Ist der fertig, der Fahrer? Ich glaube, ja. So, 23.000. Nice! So, pass auf. Jetzt werden wir nochmal Skyknife planen. Warum leuchten die hier alle? Okay, ich muss gerade nur einen einzigen auswählen. So. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hallo! Rika. Minicar? 207... Habe ich das gerade richtig gesehen? 207.000? Okay, pass auf. Machen wir. Nehmen wir definitiv mit, das Geld können wir jetzt aktuell echt gut gebrauchen. Okay. Nähen müssen wir hier also auch. Schweißen. Ja, können wir hier dasselbe machen. Können wir hier auch nochmal machen. Hier können wir wieder formen. Hier formen wir auch nochmal. Hier machen wir das nochmal. Hier formen wir. Hier gießen wir. Hier formen. Hallo? Formen wir?
Ist das viel? Okay, jetzt muss ich einmal das ganze Material auswählen. Es soll auf jeden Fall nicht rosa werden. Das wäre schon echt cool. Mit einem goldenen Sitz? Naja, okay, meinetwegen. Das Auto haben wir, glaube ich, noch nie. Nee, haben wir noch nie gebaut, ne? Auf jeden Fall kein Pink. So, ich glaube jetzt. Alter. Wird immer länger. Das jetzt, ich glaube, jetzt haben wir es. Okay, dann fangen wir mal an. Flup. Hallo? Zack. Davon haben wir, glaube ich, dreimal. Ja. Alter, okay, das ist jetzt aber echt schon ein richtig, richtig böser Plan. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Das haben wir viermal. Nichts vergessen? Nee. Flup. So, dann nehmen wir jetzt meinetwegen das Formen. Oder beziehungsweise das Gießen müsste das. Atta. Jetzt war ich gerade in der eigenen Halle ein bisschen durcheinander. Nähen haben wir nur einmal, glaube ich. Fupp. So, Schweißen haben wir einmal. Zweimal. Ja? Ja. Okay, zweimal Schweißen. So, Formen. Da haben wir wieder einmal öfters. Haben wir das hier oben auch nochmal? Nee. Nehmen wir die. Die haben aktuell gerade. Hallo, Spiel. Nichts zu tun. So, Montage. Davon haben wir wieder sehr, sehr viel. So, habe ich irgendwas vergessen? Nee. Das können wir aber diesmal hier oben machen, glaube ich. Okay, 27 Stück ist eine echt große Menge. Flup. Perfekt. Und ich würde die auf Prio Nummer 1 setzen. Ja, also vor die Skyknife sogar noch. 27 Mini-Car F1. Achso, wir haben das hier auch noch frei. Da würde ich, glaube ich, Holzproduktion diesmal nehmen. Flup. So, wir haben zwei neue Maschinen. Oh, gerader Schnitt 200% und... was ist denn das hier? Einmal bohren und einmal... Auf was fahren das andere? Warte. Das war doch... dieses Ding. Ach, die Fräsmaschine war das. Okay. Cool, gerader Schnitt. Das heißt, das können wir ja auch nochmal optimieren. Dann können wir die auch nochmal verkaufen. Okay. Warum machen wir so einen krassen Minus? Was soll denn das? Eigentlich müssten wir krass Plus machen. Kompa. Das verstehe ich nicht. Warum machen wir jetzt krass Minus? Das reicht hier bald gar nicht mehr hin, das ganze Lager. Hilfe! So, wir müssen jetzt auch mit unserem Geld hoffentlich noch so lange klarkommen, bis jetzt das hier auf das Maximum kommt. Mit den anderen kann ich aktuell nicht rechnen, oder? Dass das hier nochmal richtig schön nach oben geht? Ich glaube nicht. Okay, ich hoffe, dass die jetzt anfangen, auch mit dem Minicar. 4 Tage für 27 Stück ist, glaube ich, relativ knapp bemessen. Ich hoffe, das kriegen die hin. Ich hoffe wirklich, das kriegen die hin, ey. Gut, ich würde aber in der nächsten Folge dann mit diesem Projekt weitermachen, mit dem Minicar F1. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ja, Dankeschön. Bis zur nächsten Folge wieder. Haut rein, ja? Tschüss!
Thank you.